Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Shine and Drive. Heute machen wir mal eine intensive Motorraumreinigung. Ich zeige euch, wie das Ganze geht, wie ich vorgehe, wie jeder das auch nachmachen kann. Wichtig natürlich ganz zuerst, geht an die Waschbox oder geht wirklich an einen Platz, wo ein Ölabscheider ist. Macht das Ganze nicht in der freien Natur und macht das wirklich da, wo das Ganze sicher abfließen kann. Und ja, nicht Öle oder sowas in die Wiese gelangen, also nicht irgendwie auf der Wiese zu Hause, sondern wirklich da, wo ein Ölabscheider verbaut ist, das zuallererst. Ich habe den Multistar als erstes hier in die Flasche gefüllt, in den IK-Forma. Multistar, einfach so eine 1 zu 10er Mischung, Pi mal Daumen, und dann wird das Ganze richtig schön eingeschäumt. Wichtig dabei, nicht zu viel Nässe benutzen. Was heißt Nässe? Nässe dürft ihr schon benutzen, nur bitte nicht zu viel Druck auch nachher mit dem Hochdruckreiniger aufwenden, sonst könnte es Beschädigungen geben. Damit erstmal alles einpinseln mit dem Sonax Multistar. Ihr könnt auch eine andere APC, zum Beispiel den Kochchemie Green Star, nutzen, geht genauso gut. Hier habe ich einen Pinsel zur Hand genommen, da möglichst einen großen Pinsel. Nicht zu fein, sondern ein bisschen Borste, ein bisschen Faser soll er schon haben, damit er hier auch Öl und Schmutz abtragen kann. Das ist ganz besonders wichtig. Es gibt natürlich auch noch andere Methodiken. Hier, die ist ein Ticken riskanter als die Trockenmethode, sag ich jetzt mal, dass man das mit dem Mikrofasertuch wieder abnimmt, ist aber auch deutlich gründlicher. Ja, also hier kriegt er wirklich ein schönes Bild dann hin. Ist aus meiner Sicht nicht gefährlich, der Motor wird dadurch nicht zerstört oder so, da braucht er keine Angst haben. Nur bei älteren Fahrzeugen, bei Oldtimern, würde ich es nicht unbedingt riskieren. Da müsst ihr es nicht machen, da würde ich die trockene Methode eher empfehlen. Hier bei neueren Fahrzeugen ist alles so gut zugebaut, dass da kein Wasser irgendwo eindringt, wo es nicht hin soll. Ein Motor kann ein bisschen Wasser ab, das ist grundsätzlich nicht gefährlich, das heißt, das ist völlig legitim, dass ihr hier mit ein bisschen Reiniger und Wasser drauf geht. Nur wirklich nachher mit einem Hochdruckreiniger aufpassen, nicht zu nah rangehen. Ganz, ganz wichtig. Ansonsten könnt ihr auch eine Gartenschlauch alternativ nutzen oder so eine Gartenbrause einfach mit einem leichten Strahl oder halt wirklich einen Hochdruckreiniger, der nicht ganz so kräftig ist. Da müsst ihr probieren, was da am besten für euch klappt. Wichtig ist da nur, nicht zu nah rangehen, das ist das Wichtigste, und gerade bei der Batterie und bei dem Sicherungskasten müsst ihr nicht zu nah rangehen, bei den ganzen Verkabelungen und, da würde ich wirklich aufpassen, ansonsten habt ihr da eigentlich keine große Gefahr. Was ihr natürlich auch machen könnt alternativ, ist einfach das mit einer Plastiktüte oder so abzudecken, die elektronischen Elemente, dass ihr da einfach eine Mülltüte drüber stülpt. Dann passiert natürlich nichts. Das ist natürlich nochmal die bessere Variante, wenn man so will. Ich habe es jetzt so gemacht, habe ich nie Probleme mit gehabt. Es klappt immer gut für mich. Genau, alles schön abpinseln, die ganzen Kabel und. Und dann geht es schon zum nächsten Step, zum Abstrahlen. Bei der Motorwäsche solltet ihr natürlich auch darauf achten, dass ihr hier die oberen Bereiche, das heißt die Motorhaube an sich, von der Unterseite abreinigt. Da einfach auch mit dem IK-Former einfach drüber gehen. Ihr könnt natürlich auch alternativ eine Gloria FM10 oder ähnliches nutzen oder eine Schaumlanze. Das funktioniert genauso gut. Oder wenn ihr an der Waschbox seid, ihr müsst natürlich darauf achten, an der Waschbox, dass das Ganze auch erlaubt ist. Manchmal steht ja Motorraumreinigung nicht erlaubt, dann würde ich das natürlich auch nicht empfehlen. Sonst kann es hohe Strafen geben. Da also wirklich darauf achten, dass das erlaubt ist. Und dann mit der Bürste, Reifen- oder Felgenbürste. Ich habe jetzt hier eine Reifenbürste genommen. Funktioniert wunderbar. Und dann alles mal einschäumen, abreinigen. Das ist wirklich entscheidend. Da wirklich einen alkalischen Reiniger nehmen. Ich habe jetzt, wie gesagt, den Multistar genommen. Ist die bessere Alternative, weil der löst halt auch mal Fette sehr, sehr gut an. Ja, also keinen sauren Reiniger oder ähnliches. Hier würde ich alkalisch rangehen. Wichtig ist auch hier, gut abspülen, dass alle Reiniger wieder runden sind. Die Reiniger sollten wirklich komplett rausgespült sein, sonst kann das Textil oder generell die Teile im Motorraum einfach beschädigt werden auf lange Sicht, oder hässliche Flecken können entstehen. Deswegen alles gut abspülen, auch hier den Motorraum, und da wirklich weit weggehen, nicht zu nah rangehen, und hier seht ihr das Ergebnis. Erste Methode jetzt hier ist die Abtrocknung, dass ihr das Ganze jetzt hier abtrocknet mit einem Trockentuch, dass keine Wasserflecken zurückbleiben. Oder alternativ könnt ihr auch direkt mit einer Motorraumkonservierung, mit einer Versiegelung drüber gehen.
Da gibt es verschiedene, einmal von Sonax, das Plastic, ich weiß nicht ganz, wie es heißt, ich blende es einmal hier ein, ist für den Motorraum auch ideal. Oder, was ich jetzt hier genutzt habe, das Koch Chemie Motor Plast. Eine richtig schöne Motorraumkonservierung, die auf alle Teile aufgesprüht werden kann. Entweder im trockenen Zustand oder, wie ich es hier gemacht habe, auf den nassen Motorraum. Einfach auf die nasse Fläche aufsprühen. Alle Teile können benetzt werden. Das heißt, ihr könnt hier auf Gummis, auf Metall und auf Kunststoffe draufgehen. Alles schön einsprühen, damit das wirklich schön geschützt ist, geht bis 250 Grad. Ich habe es jetzt, der Motorraum wird natürlich auch teilweise an manchen Stellen mehr als 250 Grad warm. Das riecht dann nicht so geil, also wenn ihr dann mal fahrt, dann riecht es ein bisschen nach verbranntem Gummi. Ist aber nicht weiter dramatisch, bis 250 Grad ist es ausgelegt. Es kann überall aufgesprüht werden und dann gibt es ein richtig schönes Bild, wie ihr gleich sehen werdet. Hier ist einmal die Kamera umgefallen. So sieht das dann nach dem Auftrag aus. Nicht auspolieren, nicht auswischen, einfach so trocknen lassen, außer ihr verwendet natürlich die Trockenmethode, dann sprüht ihr das Ganze auf ein Tuch auf, poliert das ein oder tragt das auf und dann lasst das trocknen und hier einfach auf die nasse Fläche aufsprühen und dann sieht das richtig vernünftig aus. Ihr könnt es hier sehen, gefällt mir richtig gut, gibt ein schönes Bild. Sieht im Vergleich zu vorher, denke ich, wieder vernünftig aus. So mache ich es. Ihr könnt gerne mal eure Methode in die Kommentare schreiben. Ist euch das zu riskant? Nehmt ihr lieber die trockene Methode? Oder sagt ihr hier, bei neueren Fahrzeugen ist das wirklich legitim? Wie ich finde, aus meiner Sicht wirklich die beste Variante, weil alles richtig schön sauber wird. Und ich habe noch nie Probleme gehabt. Der Motorraum ist immer noch gut zurückgeblieben und der Motor ist angesprungen. Von daher ist das eine gute Methode aus meiner Sicht. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Habt das Motorplast schon mal ausprobiert? Wie funktioniert das für euch? Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre auch nicht verkehrt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video auf Shine and Drive. Macht's gut. Ciao, ciao.